Herzlich willkommen bei Chemistry zu einem weiteren Let's Draw Video aus dem Themenkomplex Elektrophile Addition. Wir gucken uns heute mal an, wie ist das eigentlich, wenn ich nicht an ein Alken, sondern an ein Alkin addiere. Durchaus möglich, ja. Warum soll es immer nur die Doppelbindung sein, wenn wir auch die Dreifachbindung haben? Gucken wir uns wohl erstmal an, wenn ich Brom an so eine Dreifachbindung dranhaue. Und zwar möchte ich auf eine Sache hinweisen und deswegen wähle ich hier die folgenden Moleküle, also einmal Br2 Brom und auf der anderen Seite wähle ich das Butin, also H3C, C123, C, CH3, das hier wäre But2in. Weil die Dreifachbindung ist zwischen der 2 und der 3. Da ist sie auch schon. Und nicht hier vorne. Das wäre But1-In, also But2-In, Methan, Ethan, Propan, Butan. Ja, auch da kommt es ja zu diesem Zwischenzustand, den wir uns auch schon bei der Reaktion von Brom mit Propen angeschaut haben. Mal jetzt mal hier so einen kleinen Umweg. Zick. Also H3C, C, jetzt Doppelbindung, C, CH3 und dann ist hier genauso Brom, so eine Art Übergangszustand, ja, Bromonium, wenn ihr euch erinnert, positive Ladung. So, und es ist jetzt so, dass das Bromid, was ich hier auf der anderen Seite noch habe, ja, wenn ihr da Details wollt, schaut mal bitte in das Video, wo wir diesen Mechanismus genau aufgeschlüsselt haben, auch wieder zwei Möglichkeiten hat. Ne? Einmal hier und einmal da. Ne? Im Fall von Blau geht es dann entsprechend in die Richtung und im Fall von Lila geht es dann entsprechend in die Richtung. Und das bedeutet, wir bekommen, wenn wir das jetzt zu Ende denken, immer, jetzt nämlich das Entscheidende, ich habe ja bei Doppelbindungen die Cis-Trans-Isomerie. Ich bekomme Br immer das hier. Das Trans-Produkt. Trans. Cis-Trans-Isomerie. Also hier quasi zick, zick, zick. Wie so ein Sessel. Und was ich eigentlich nicht bekomme, ist das Cis-Produkt. Also so, so und so. Und dann wäre jetzt hier Brom und hier Brom. Und hier Doppelbindung. Das ist Cis. Hier nö, hier ja. Das liegt an diesem Rückseitenangriff, dass ich hier das Trans bekomme und nicht das Cis. So, macht natürlich auch nur Sinn, wenn die Dreifachbindung im Molekül ist, wenn sie terminal ist. Also am Ende habe ich ja nicht diese Cis-Trans-Geschichte. Zumindest nicht bei der Kohlenstoffkette. Ja, sollte man vielleicht mal ein kleines bisschen im Kopf haben. Wie ist das bei Wasser? Da gibt es auch noch eine Besonderheit. Auch da wähle ich mal vielleicht das But2in. Also, wenn ihr genaueres wissen wollt zur Addition vom Wasser, guckt mal in das entsprechende elektrophile Addition Let's Draw Alkoholsynthese. Auch hier kriege ich einen Alkohol. Aber da kommt noch was hinzu. So. Spannungsbogen. Das ist mein But2in. Ich schreibe es jetzt nicht nochmal hin. Denkt daran, dass wenn ich diese Reaktion durchführe, ich mit Wasserstoffkatalyse arbeiten muss. Auch bei der Dreifachbindung genau das gleiche. Und ich bekomme dann dieses formschöne Molekül hier. H3C. C, Doppelbindung, OH, C, H, CH3. So. So, wer sich jetzt fragt, wo kommt der Wasserstoff auf einmal her, der ist natürlich durch den Katalysator gekommen und ich muss ja den Cut wieder zurückgewinnen. Ich habe hier H2O, das lagert sich hier an. Da bleibt aber nur ein Wasserstoff über und der andere Wasserstoff verabschiedet sich wieder. Und deswegen Katalysatorrückgewinnung. Also
nicht verwirrt sein. Da nochmal der Hinweis auf das entsprechende Video. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir hier nämlich so einen schönen Sonderfall, dass ich nämlich an einem Kohlenstoff sowohl eine Doppelbindung habe, als auch eine OH-Gruppe. Wer jetzt schon Chemie ein bisschen weiter ist, da könnte das vielleicht klingeln. Das ist nämlich ein sogenanntes Enol. Also En für Doppelbindung und Ol für Sauerstoff. Und da gibt es die doch so schön klingende Ketoenol-Tautomerie. Was ist das? So. Ich schreibe es mal hin. Ketoenol-Tautomerie. Tautomere ist eine Form der Isomerie. Also Tautomerie ist eine Form der Isomerie. Die Formen sind die Tautomere. Und das ist einmal, kann es in der Enol-Form vorliegen und einmal in der Keto-Form. Keto, das heißt, ich rede hier von einem Alkanon, einem Keton. Ja, wenn ich eine Doppelbindung vom Kohlenstoff zum Sauerstoff habe im Molekül, am Rand wäre das dann ein Alkanal, also ein Aldehyd. So, auch wieder laber. Ich mal einfach jetzt hier das Molekül. So, und hier ist jetzt mein OH. Und dann kann das sich umlagern zu dieser Form. Wer sich auch hier jetzt fragt, wo ist denn der Wasserstoff hin, den findet man dann. Vielleicht zeichne ich das mal ein. Mit einer anderen Farbe. OH. Der ist dann entsprechend hier wieder zu finden. Ich habe ja, hier ist ja nur ein Wasserstoff gebunden. Hier müssten ja dementsprechend zwei Wasserstoffe gebunden sein. Also der lagert sich dann um. Ja, dass ich dann hier sozusagen, das ist mein Enol, also Doppelbindung und die Alkoholgruppe. Das hier ist mein Keton. Ja, Ketoenol-Tautomerie. Und das kann halt auch hier passieren. Ne? Dass halt, wenn ich den wenn ich das Alkin habe und ich Wasser dran anadiere, dass ich dann diese Ketoenol-Tautomerie vorliegen habe. Ja, das nur mal erwähnt. Das sind Sachen, die passieren können und die ich beachten muss, wenn ich mit Alkin arbeite. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Ich hoffe, ihr konntet es gebrauchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.